In Garou begegnet man den Schafen von Glenkill wieder, die schon in Irland ihren ersten Mordfall gelöst haben und die nun in Europa unterwegs sind und dort im Schatten eines französischen Schlosses ihr Winterquartier beziehen. Und obwohl da eigentlich zuerst alles friedlich aussieht, merken sie, dass bald das doch ein Problem besteht. Das Problem ist der Garou. Und wer der Garou genau ist, wird Teil der Ermittlungen sein und die Schafe können auch nicht alles glauben, was die Ziegen erzählen, nämlich dass es sich um einen Werwolf handeln könnte, ein Loup-Garou. Aber klar ist, eine Bedrohung ist da und sie müssen sich und ihre Schäferin retten. Durch Ermitteln, Grasen und Blöken.